Hallo, ich bin Heng Shin. Es ist Dezember. Habt ihr euren Weihnachtsbaum schon aufgestellt? Falls ihr gerade neuen Baumschmuck braucht, habe ich etwas zum Nachmachen für euch. Schneeflocken aus Papier. Ihr braucht Papier im Format DIN A4, eine Schneidematte, einen Bleistift und einen Radiergummi für eventuelle Änderungen, eine Schere und ein Cuttermesser, Alleskleber und Klebestift und Nährgarn. Zuerst halbiert ihr das DIN A4 Papier. Die zweite Hälfte könnt ihr später verwenden, um eine zweite Schneeflocke zu basteln. Nun knickt ihr das Blatt zur Hälfte, dann zu einem Viertel und schließlich zu einem Achtel. So entstehen 8 gleich große Blöcke. Jetzt das Papier längs halbieren. Danach faltet eine Zickzackform. Im Anschluss macht ihr das Gleiche mit der anderen Hälfte. Jetzt schiebt ihr das Ganze zusammen und zeichnet mit dem Bleistift eine Kontur, so wie sie euch gefällt. Ihr könnt auch eigene Muster hineinmalen. Schneidet mit der Schere nun an eure aufgezeichneten Linien das Papier ab. Da das Papier richtig dick ist, müsst ihr ein bisschen Kraft haben. Die Muster schneidet ihr am besten mit eurem Cuttermesser aus. Das Papier ähnelt jetzt einer Zierharmonika. Nehmt nun die zweite Papierhälfte und zeichnet die Kontur hierauf nach. Das geht ganz leicht, wenn ihr die Enden beider Hälften zusammenlegt. Schneidet nun wieder alles aus. Klebt die Enden nun mit einem Klebestift zusammen. So entsteht eine Krone. Faltet sie nun zusammen und bestreicht die Unterseite mit Alleskleber. Wenn ihr die Spitzen nach außen entfaltet, habt ihr bereits die Form einer Schneeflocke. Den Mittelpunkt des Papiers jetzt noch einmal mit Kleber bestreichen. Festdrücken und trocknen lassen. Jetzt müsst ihr die Schneeflocke nur noch mit einem Loch zum Aufhängen versehen. Dafür nehme ich Nadel und Nährgarn. Und fertig ist euer neuer Baumschmuck. Das Papier sollte nicht zu dick sein, sonst werdet ihr nach dem Schneiden wohl Muskelkater in den Fingern bekommen.